In Dülmen soll es einen neuen Veranstaltungsort geben. Und zwar soll eine Kirche umgebaut werden als ein Theater, eine Bühne mit toller Akustik, wo man Theater oder Kabarett oder Musik, klassisch oder modern, sehen kann. Und das finde ich super. Ich erinnere mich noch als Teenager, und das ist sicher auch immer noch so, wenn man irgendwie Musik oder irgendwas sehen wollte, musste man immer nach Dortmund oder Münster oder Coesfeld oder noch weiter nach Berlin oder München oder so fahren. Und gleichzeitig war es so, wenn es mal ein Event gab in Dülmen oder wenn es mal einen gibt, dann kommen die Leute. Und was das bedeutet einfach ist, dass es ein Publikum gibt. Die Dülmner haben Lust auf Kunst, die haben Lust auf Musik, auf Begegnung, rauszugehen, Theater zu gucken. Und immer wenn es ein Publikum gibt, dann sollte es auch diesen Ort geben. Und in Zeiten wie diesen, komplexen Zeiten wie diesen, finde ich, ist es nochmal extra wichtig, dass eine Stadt wie Dülmen, dass die Kommunen, die Gemeinden den Leuten, den Menschen eine Plattform geben, einen Ort geben, wo sie sich treffen können und austauschen können und zusammen Kunst, Musik, Theater erfahren können. Weil diese Orte sind irgendwie so ein emotionales Zuhause einer Stadt. Und das Publikum ist da. Deshalb finde ich das super und ich unterstütze das. Das war Franka Potente mit lieben Grüßen aus Los Angeles.